Was ich theoretisch noch herausfinden muss, wie ich, das Saatgut. Jetzt kapiere ich das. Ich glaube, das Saatgut ist so groß, dass ich das hier hinten auf den Kipper packen kann. Das möchte ich jetzt mal gerne ausprobieren. Wir fahren einfach mal mit dem Pickup los. Oh! Der ruckelt aber ein bisschen. Das Einzige, was ich jetzt nur noch mal gucken muss, wo muss ich denn überhaupt hinfahren? Markt. Da ist der Shop. Das heißt, ich muss jetzt hier auf die Hauptstraße fahren und dann eigentlich... Okay. Oh. Der steuert sich ein bisschen eigenartig. Aber der fährt auch ganz schön schnell. Und ist es eine Spritschleuder? Nee, eigentlich nicht. 5 Stunden kann ich damit fahren. Boah, 107 km/h. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so schnell im Landwirtschaftssimulator fahren konnte. Wir fahren einfach so schnell es geht. 107 ist Höchstgeschwindigkeit. Oder 106, je nachdem. Hab das Ding eine Handbremse? Schade, hat's nicht. Ich will mal wissen, wie gut der um die Kurve kommt. Jetzt werden wir das mal probieren. Top Speed vor allem. Jetzt Linkskurve! Boah! Oh, ein bisschen von der Straße abgekommen. Aber ist in Ordnung. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo bekomme ich Saatgut her? Bekomme ich das zufällig von hier? Das ist der Fahrzeughändler. Das ist ja schön und gut. Da ist ein Bankautomat. Finanzen einsehen. Okay. Das sind die Finanzen. Oder gibt es hier noch einen anderen Ort, wo ich hinfahren kann? Marys Farm? Den Gärtner gibt es nicht mehr. Also muss es ja hier eigentlich beim Shop sein. Da könnte ich Kühe verkaufen, wenn ich das richtig sehe. Das Symbol verrät mir das. Schweine kann ich hier nicht züchten, ne? Doch, da kann ich Schweine züchten, aber wo würde ich die denn hinbringen? Muss ich die dann auch da runterfahren, oder? Marys Farm würde vielleicht Sinn ergeben. Hm. Weißt du was? Ich laufe hier mal ein bisschen rum. Es könnte ja sein, dass sich hier irgendwo ein Goldnugget versteckt. Wenn wir schon mal dabei sind. Warum fängt jetzt auf einmal meine CD wieder da drin an zu rödeln? Also meine DVD. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Weil das ist doch sehr laut. Das Laufwerk. Ich habe mir da nämlich nur ein spottbilliges habe ich mir da eingebaut. Ah, gucke an. Hier ist tatsächlich ein Goldnugget. Hier muss man keine Flaschen sammeln, so wie das früher mal war. Hier muss man Goldnuggets sammeln. Und beim 15er waren es, glaube ich, nur Goldmünzen. Aber war auch was mit Gold. Laufwerk, beruhig dich mal wieder. Du brauchst eigentlich keine DVD in der heutigen Zeit mehr. Der hat gerade gesprochen. Ja. Wo kriege ich denn den Dünger her? Hidden Quantum Computing. Das ist ein Elektrofachgeschäft. Das erkenne ich sofort an dieser Schrift hier. Hm. Ja, es ist wirklich so die Frage, wo ich das Zeug herbekomme. Gibt es hier irgendwo noch einen Markt? Was gibt's denn hier alles? Reboll. Morgan's Massive Motors. Garden Center. Patterson Sandwich Gold Mine. Gold Christ Arcade. Maplefield Bank, Good Value BBQ, Frosty Delights und Tutankhamun
Tanning Saloon. Okay, das hier klingt wie eine Spielehalle. Sandwich Goldmine? Ja, aber wo kriege ich denn... Oder muss ich hier vielleicht erstmal genau gucken? Da, Paletten! Saatgut. Schweinefutter. Ach, ich kann mir das auch richtig kaufen. Was? Papel-Setzling-Palette. Okay. Mineraldünger. Den haben wir ja noch. Aber ich kaufe mir mal... Du kannst den Kauf jetzt beim Händler abholen. Ich kaufe mir mal 2 Paletten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die aufs Auto kriege. Oh Gott. Da packt er die Dinger hin. Ich dachte, er packt sie damit hin. Also ich muss die bei dem Händler kaufen. Okay. Das sind keine neuen Fahrzeuge. So, dann wollen wir die mal aufladen. Objekt zu schwer. Nein. So haben wir jetzt aber nicht gewettet. Wie soll ich denn das Ding sonst hinbekommen? Ich muss jetzt tatsächlich einen Wagen haben. Upsi. Warte mal. Was kann ich mir denn dafür kaufen? Da kann ich mir doch bestimmt... Hier, Teleskoplader zum Beispiel. Kompaktlader bräuchte ich. Für 49.000? Oh Gott. Oder gibt es... Im Sonderangebot ist im Moment nichts. Ja. Das ist jetzt natürlich etwas jomisch. Jomisch vor allem. Kann ich vielleicht, wenn ich die auf dem Hof haben möchte, nur mal angenommen, kann ich die zufällig anklicken und beamen lassen? Das geht nicht. Wie kriege ich denn dann das Saatgut zu mir nach Hause? Ich müsste ja quasi... Ein bisschen doof ist das jetzt aber schon, ne? Objekt zu schwer. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das zu schwer ist. Okay. Da muss ich mal gucken. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Gerätschaft. Ich habe hier sogar eine Anhängekupplung dran. Aber das ist schon krass, ne? Den New Holland könnte ich dafür nehmen. Oder? Oder den hier, den ich sowieso für die Fracht benutze. Nehmen wir mal den hier. Da werde ich jetzt mal versuchen, den Aufsatz drauf zu... Alt! Momente mal. Wenn ich schon mal in die Richtung fahre, dann könnte ich auch mal Saatgut, Saatgut sage ich jetzt schon, meine Ernte mitnehmen, die ich dann verkaufe. Was läuft denn im Moment zum Beispiel super gut? Es läuft zum Beispiel tatsächlich immer noch der Weizen gut. Wow, Moment mal kurz. Nee, wir können Mais mitnehmen. Mais bringt im Moment sehr viel. 703 Euro pro Tonne. Dann werden wir das mal machen. Uns hier hinstellen. Uah, toll. Fahr erstmal gegen die Wand. So. Befüllung starten. R. Weizen nein. Gerste nein. Rapsen nein. Sonnenblume nein. Sojabohne nein. Körnermais. So. Dann bringen wir das nämlich mal weg. Wo war denn jetzt wieder die Plane? Auf N. So.
Dann könnten wir uns eigentlich mal den Kercher kaufen. Weil die Fahrzeuge sehen echt schon schmutzig aus. Und dann bin ich mal gespannt, wie die das hier umgesetzt haben. Ich finde das so toll, dass es jetzt endlich Reflexionen gibt von diesen Blinkanlagen. Ich frage mich ja, wie das aussieht im Dunkeln. Weil hier haben sie jetzt ein ganz neues Beleuchtungssystem auch eingefügt. Das sieht man dann am Abend, wenn dann die Lampen alle angehen. Wir haben es jetzt in-game schon 16 Uhr. Und das sind 2 Stunden vergangen. Huh! Halt! Ich bin dran vorbei. Was, wie drehe ich denn um? Vollprofi. Da war ein Stoppschild. Ja, ich weiß ja. Normalerweise hält man da an. So. Dann wollen wir das Ganze jetzt mal auskippen. Guck mal oben aufs Geld. Bams! Wir haben jetzt wieder fast so viel, wie wir anfangs hatten. Da kam nichts. Aber es ist trotzdem ein Stoppschild. Das dauert jetzt natürlich, bis wir da ankommen. Boah, ich habe jetzt so viel gesabbelt. Ich habe so ein bisschen das ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Stimme gerade etwas verschwunden ist. Aber wenn man auch so viel, was war das gerade für ein Geräusch? Das war gerade ein bisschen komisch. Wenn man auch so viel quatscht, ist das auch kein Wunder, dass man irgendwann keine Stimme mehr hat. Ich habe ja wirklich fast ohne Punkt und Komma geredet. Jetzt bin ich mal etwas ruhiger. So, mal sehen. Ja, ich kann da tatsächlich den Frontlader draufsetzen. Kostet mich pro Arbeitsstunde 90 mehr. Am Arbeitstag 18, also Initialkosten sind 198. So, jetzt haben wir das da vorne dran. Und ich bin mal gespannt. Da ist die Aufhängung jetzt. Die war da eben gerade noch nicht dran. Weil jetzt kann ich mir nämlich mal... das Teil kaufen. Ich muss ja mehrere Sachen dafür haben. Frontlader. Was ist denn hier eigentlich wieder der Unterschied? Achso, der ist hier wahrscheinlich kürzer als der. Mir reicht aber der kleine. Das heißt, den kaufen wir. Hauptfarbe machen wir so rot. Dann passt das nämlich zum Traktor. Ich weiß jetzt natürlich nur nicht, was das... Ach so, das kostet mich auch noch. Mal 200 extra. Ist egal. Komm. Mieten? Oder sind das vielleicht die Initialkosten? Ich kaufe mir das aber eher, als statt ich mir das miete. Weil Mieten ist immer so eine Sache. So. Und dann brauche ich Palettengabel. Die lassen wir aber schwarz. Okay, er packt die Sachen darüber. Bin ich ja mal gespannt, ob ich das beides hinten auf den Pickup laden kann. Wow, was mach ich denn? Irgendwas passt hier aber nicht.
Jetzt passt es. War nur ein bisschen komisch. Von der Farbe passt es, ne? Ja. Naja, vielleicht nicht ganz hundertprozentig, aber es ist immerhin besser. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Na. Bin ich ja mal gespannt, ob ich das da drauf kriege. Ich werde wahrscheinlich nur einen drauf kriegen. Ja, die sind nämlich größer. Oh. Wie kann ich denn das eigentlich runterfallen lassen? Das geht nicht so einfach, ne? Vielleicht einfach rückwärts fahren. Ja. Mensch, das geht sogar. Die Frage ist nur, wie lade ich das ab? Aber das werde ich auch noch herausfinden. So, und einen nehme ich so mit auf die Gabel. Moment. Das sollte man auch richtig machen. So, dann koppeln wir mal wieder an. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das im Multiplayer macht, ne, dann hat man ja mal so ein paar unterschiedliche Aufgaben, die jetzt auch noch dazugekommen sind. Dann kann sich einer zum Beispiel um die ganzen Beschaffungen kümmern, der dann, sagen wir mal, das Saatgut und die ganzen Dünger und solche Sachen verwaltet. Dann gibt es da, sagen wir mal, den Heuwirtschafter. Ich meine, man wird sich natürlich immer abwechseln. Dann gibt es einer, der fährt einen Mähdrescher, der andere fährt immer zu einem Traktor. Also, das Schöne ist ja, weil dadurch, dass man den jetzt so individuell auch ausstatten kann, dass man dann, sagen wir mal, einen seiner Favoritentraktoren raussucht und dann stattet man den einfach aus. Mit allen möglichen Zubehörsachen. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut an diesem Landwirtschaftssimulator. Wir spielen das Ding jetzt gerade 2 Stunden und ich bin echt begeistert. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich diesen hier gespielt habe. Das wird wieder so ein Ewigkeitsprojekt. Und vor allem viele Stunden Spielspaß wird der mit sich bringen. Und das ist wahnsinnig schön. So, jetzt muss ich nur erstmal gucken, wo muss ich ihn abbiegen. Da hinten. Das Einzige, was ich irgendwie gelesen habe, was wohl wieder vielen irgendwie auf den Zeiger geht, oder zumindest gestern, es gab dann nämlich schon so ein paar Gerüchte. Es war ja eigentlich noch gar nicht draußen. Und dann hieß es, man hat ja wieder keinen richtigen Hof. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das eigentlich fast Wumpe. Ich meine, das ist doch ein Hof. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß nicht, was die unter richtigen Hof verstehen, aber wahrscheinlich meinen die dann so einen, der wahnsinnig groß ist. Was ist das überhaupt? Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das hier scheint der zu sein, wo ich die Strohballen abladen kann, ne? Mal gucken, was das Fragezeichen uns sagt. Stroh und Heu. Wenn du für Stroh oder Heuballen keine Weiterverwendung hast, kannst du diese hier einlagern und erhältst etwas Geld dafür. Aha! Da fahre ich dann quasi einmal rein und dann sind sie verkauft. Naja, von mir aus. So, den Anhänger, den müsste ich ja eigentlich auch mal irgendwo parken. Oh, das wird schwierig mit Achse. Das ist immer das Problem bei diesen Achsen.
Fahrzeugen. Huiuiui. Ich hatte jetzt gerade Angst, dass ich dagegen schepper. Ich hoffe, ich krieg's hin. Nein! Man muss nämlich bei denen so merkwürdig lenken. Egal, ich lasse den da einfach stehen. So. Und das parken wir da, wo es hingehört. Gehen wir mal ein bisschen dichter. So. Na, noch gerade machen. Und wegfahren. So, ich stelle mich jetzt erstmal hier rein. Jetzt holen wir noch das Auto. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Fährt er? Ja, er fährt tatsächlich damit. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass mir das von der Karre fällt. Oh! Nein! Oh Gott! Was ist denn jetzt passiert? Oh nein. Scheiße. Ich bin zu schnell um die Kurve gefahren. Okay. Mit dem Fahrzeug geht das nicht. Dann bringen wir das erstmal zurück. Und dann muss ich nochmal mit meinem Traktor losfahren. Verdammt. Hätte ja klappen können. Wow. Oh, ich habe das Schild gerade umgefahren. Verdammt. Ich hoffe, das steht, nachdem ich den Spielstand wieder lade. Hier kommen ja sogar auch Reifenspuren. Was ich immer cool finde, dass die den Schmutz dann noch mitziehen, ne? Boah, dieses Auto ist ein echtes Wunderwerk. So, dann parken wir erstmal wieder da, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, das Auto stand hier auf dem Parkplatz. Das Blöde ist nur, jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal mit dem Traktor losfahren.